ganz alleine. Sie und Helle allein im Graukeller. Da lacht ihm Helle sein Herz. Jo. Müssen wir einen Helm? In welchem Braukeller sind wir denn hier? Albiersbach Klosterbräu. Mhm. Und was ist das schlimmste Verbrechen, was man tun kann in einem Braukeller? Mineralwasser trinken? Ja. Ich muss leider gestehen, mir schmeckt Bier halt einfach nicht. Aber Helle freut sich. Zum Wohl. Lecker. Jetzt haben wir etwas zusammen. Echt? Oh! Ist das? Mhm. Ganz leckere Wurst. Echt super. Mhm. So, jetzt haben wir was Interessantes erfahren. Oder Sie? Ja. Also das ist ja die Albiersbacher Klosterbrauerei. Ja. Und da waren Benediktinermönche, also eine alte Klosteranlage. Und die Benediktinermönche waren weg. Und dann durch die Säkularisierung wurden die vertrieben? Ja, mehr durch die Reformation, also 16. Jahrhundert. Mhm. Und dann 1880 hat dann jemand hier eine Privatbrauerei gegründet und hat seine Zutaten für die Brauerei im alten Klostergebäude gelagert. Und da hat er gesagt, das ist eine Klosterbrauerei. Der war halt damals schon ganz schön werbetechnisch sehr schlau. Ich könnte aber sagen, ein pfiffiger Schwabe. Ja. Ja, die Schwaben sind pfiffig, da kann man sagen, was er will. Genau, geschäftstüchtig. Hätte ich nie gedacht, dass das mit der Mönch gar nichts zu tun hat, die Albiersbacher Klosterbrauerei. Das ist unglaublich. So. Ja, so ist es, gell? Ja, immer wieder was Neues. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal da rauf, oder? Und schauen wir mal, was da vielleicht noch was zu schauen ist. Google und zeig's euch. Ja, schau, kannst du ja schon mal zeigen, da hoch. Habe ich doch schon. Ah, okay, habe ich nicht gesehen. Das kommt von Frankreich. Warum ist ein Bier Hopfen und Malz? Gott erhalts. Warum? Damit man beruhigt ist. Früher hat man das gebraut. Das ist hier so laut, gehen wir mal ein Stück auf Seite, oder? Früher hat man das gebraut, damit das Wasser trinkbar war, weil es von den ganzen Fäkalbakterien durch den Gärungsprozess befreit wurde. Und dann sind manche aggressiv geworden, das gibt es ja heute noch. Ja, die Betrunkenen, die aggressiv werden. Es gibt zwei Sorten Betrunkene. Ja. Die einen waren lustig und die anderen waren aggressiv. Und von den Aggressiven gab es genug und da haben wir gesagt, da muss man was tun. Und dann haben wir den ganzen Hopfen beigemischt. Mhm. Deswegen ist Hopfen im Bier. Ja. Und ja, habe ich gewusst. Oh, sie hat es gewusst. Ja. Feuchle. Und jetzt streichelt Steine, oder? Jo. Ja. Feuchle. Prost.
Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. So, wir stehen hier sehr schön am Ortsrand vom Nagold beim Bauhof. Und warum wir in Nagold sind, das hat seinen Grund. Denn wenn man sich neue E-Bikes kauft, dann müssen die nach 3 Monaten zur Inspektion. Nee, nach 6 Monaten. 6 Monate oder 300 Kilometer. Okay, dann sind wir ja fast rechtzeitig. Ja. Also wir sind auf jeden Fall hier in Nagold, weil wir haben unsere E-Bikes in Nagold geholt. Ja. Ja, am Rand des Schwarzwalds. Und jetzt haben wir heute den Tag der Inspektion. Und bei der Ursi geht natürlich nichts dreckig vor die Tür. Ja, ihr habt euch vielleicht schon gewundert, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Ich habe nämlich hier schon ein Bottich mit Wasser, weil bevor unsere Räder jetzt natürlich in die Werkstatt gehen oder zum Nachschauen, werden sie erstmal geputzt. Ja, also wir sind jetzt schon so viele Kilometer gefahren, ja, und das Rad. Sehe sogar ich ein. Die sind also wirklich sehr, sehr, sehr schmutzig. Sehe sogar ich ein und deswegen gehen wir jetzt gleich los. Ja, also was heißt, wir gehen gleich los? Wir gehen jetzt halt nach hinten an die Garage und holen unsere Fahrräder und machen die sauber. Genau. Okay, also ihr könnt zuschauen, lehnt euch zurück, wir putzen und ihr schaut zu. Und wisst ihr was? Ich nehme meine Außendusche. Ja, das klappt so und so nicht. Die Ursi will das nämlich einfach nur abschwanken. Das klappt ja nie. Wir werden sehen. Du musst es putzen. Aber trotzdem muss man das. Natürlich nehmen wir die Außendusche. Ja, also. Also, jetzt geht's los. Zeig mal, wie das ausschaut. Geht. Vollkommen verstaubt. Unerträglich. So kann man kein E-Bike zur Nachkontrolle bringen. Unmöglich. Jawohl. Da stimmt ihr mir doch alle zu. Jawohl. Machen wir. Ja, mal gucken, wie weit der Schlauch geht. Ah, machen wir weg, oder? Ja. Das ist hier übrigens der Stellplatz, da sind heute Nacht noch 2 Camper dazukommen, weil gestern Abend waren wir ganz alleine da gestanden. Kostet 3 Euro für 24 Stunden. Okay. Da ist auch Holiday Clean dabei.
das ist da, die nutzen wir jetzt dann noch. Ich gehe davon aus, die kostet 1 Euro, was ja auch sehr okay ist. Ich weiß nicht, ich dachte, du hast nachgeschaut, wo du gestern bezahlt hast, du hast gesagt, die Entsorgung kostet. Nein, das ist ja Holiday Cleanies, die kostet immer. Ach so, okay. Ja, also ich kenne sie damit nicht aus. Nein. Ja. Mit so etwas gibt sich die Madame nicht ab, ja. Ja, und zum Abwasser ist ein bisschen schwierig, weil kein Bodeneinlass da ist. Das mache ich gar nicht, weil da müssen wir einen Schlauch anhängen. Müssen wir schauen, wo wir das Abwasser loskriegen. Und sonst nehmen wir es halt wieder mit. Sonst nehmen wir es mit heim. Genau. Also, ja. Wir melden uns ja nochmal beim Fahrradhändler. Bocken wir auf und dann fahren wir hin. Okay. Wir sind hier nach Nagold nur gefahren, um unsere Räder wieder auf Vordermann bringen zu lassen. Das war die erste Inspektion. Ja. Das hat wohl offensichtlich funktioniert. Genau. So, und jetzt fahren wir wieder heim. Ja. Und können berichten, also wir hoffen, die Impressionen, die wir aufgenommen haben, die sind was geworden. Nagold ist ein schönes Städtchen, ein modernes und gleichzeitig mit alter Architektur. Und die haben einen wunderbaren Blumenschmuck. Ich weiß nicht, ob es ja auf dem Video so schön rüberkommt, aber... Kommt rüber, so ähnlich wie wir das gefilmt haben. Und also, wunderschön. Ja, ist ein schönes Städtchen, kann man nur empfehlen. Aber wir sind ja, wie gesagt, aus einem anderen Anlass da gewesen. Historisch hat es nicht viel zu bieten. Also da gibt es die Burgruine Hohe Nagold. Aber da war nur irgendein entfernter Verwandter vom Karl den Großen mal irgendwie mit dran beteiligt oder so. Ja, also und dann im Zweiten Weltkrieg war sie so, im 30-jährigen Krieg waren sie so ein Stützpunkt, wie Nördlingen eingenommen wurde. Also es ist immer zweite Reihe, zweite Liga. Aber für ein Kleinstädtchen ist es ja genug. Und wirklich wunderschön zum Anschauen. Richtig. Wir verabschieden uns jetzt und fahren nach Hause. Fahrräder sind verpackt, bezahlt ist auch alles. Wir können rein in Gewisses wieder von Nagold gehen. Ja. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wir hoffen, das kleine Video hat gefallen. Ja. Tschüss. Tschüss.